Der Alltag ist wieder zurück in Dänemark. 3 Wochen nachdem alle Corona-Restriktionen aufgehoben wurden, sieht es hier am Kopenhagener Hauptbahnhof wieder so aus wie vor der Pandemie. Auch in der Mittagspause kommen sich die Menschen wieder näher, ohne schlechtes Gewissen. Es war richtig zu öffnen. Erstens scheint die Omikron-Variante ja nicht so gefährlich zu sein und zum anderen haben wir eine hohe Impfrate. In Dänemark haben wir die Pandemie unter Kontrolle und das ist durch die Hilfe aller gelungen. Da können wir uns heute drüber freuen. Doch längst nicht alle sind überzeugt. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Paul Krugman äußerte seine Zweifel an dem Schritt, wegen der hohen Inzidenzen. Der 7-Tage-Wert liegt in Dänemark über 4.000. Die zuständige Behörde hält dagegen, dass das Land großflächig teste und die Zahlen bereits sinken. Wir können sehen, dass wir in einigen Gebieten über den Höhepunkt der Infektionskurve hinaus sind. Wir erwarten, dass sich nun eine Immunität im ganzen Land verbreiten wird. Zwar rechnen auch Dänemarks Epidemiologen mit weiteren Virusvarianten, durch die Impfungen und durch überstandene Krankheiten seien die Menschen im Land nun aber besser gewappnet.